mit offenen Augen unterwegs ist, kennt bestimmt einige seiner Werke. Zum Beispiel die Energiepyramide hier neben dem Landtag oder die Säulenskulpturen im Medienhafen. Das sind nur zwei der insgesamt 10 Kunstwerke in Düsseldorf von Thomas Schönauer. Skulpturen sind zwar nicht die einzige Ausdrucksform des gebürtigen Düsseldorfers, aber seine großen Stahlinstallationen, die fallen nun mal mehr ins Auge. Tagtäglich laufen Sie daran vorbei. Zum Beispiel an den 7 Säulen am Medienhafen, einem Gemeinschaftsprojekt von Thomas Schönauer und dem Maler Michael Burgess. Wir fragen die Passanten, was sie hier sehen. Kunst wahrscheinlich. Aber wäre mir nicht aufgefallen. More of an art. Für ihn ist das eher Kunst, die aber mit der Architektur des Gebäudes verschmilzt. Anders bei seiner freistehenden Energiepyramide am Rheinufer neben dem Landtag. Thomas Schönauer kommt immer wieder gerne hierhin, sagt er. Die Energiepyramide war meine erste große öffentliche Arbeit. Ich beziehe mich natürlich in dem Kreis-Dreiecksystem auf die Architektur des Landtags, die Rundelemente auf den Rheinturm. Und die Dreiecksysteme gehen eine Verwandtschaft mit den Brücken ein. Ursprünglich hat sich die Pyramide um die eigene Achse gedreht und verschiedene Energiewerte wie die Verbrauchswerte von Strom und Wasser in Düsseldorf gezeigt. Die Technik funktioniert nicht mehr, seit Jahren steht das Kunstwerk still. Schönauer schafft aber nicht nur Skulpturen, sondern auch unkonventionelle Bilder. Sein Atelier in einer Industriehalle in Ratingen erinnert an ein Chemielabor. Für seine Werke benutzt er ungewöhnliche Zutaten. Das hier ist ein ganz spezielles Epoxidharz, was auch bei bestimmten klimatischen Bedingungen ganz besondere Qualitäten hat. Und das muss man als Basis der ganzen Malerei eingeben. Ah, eins habe ich vergessen. Ganz wichtig, 1% Entlüfter, damit wir keine Luft blasen, damit wir nachher eine ganz saubere Oberfläche haben. Danach werden die Pigmente hinzugefügt, genau dosiertes Rot zum Beispiel. Das hier ist übrigens das allerteuerste Pigment, was es gibt. So. Wie viel kostet das so? Im Kilo ca. 1000 Euro. Nun geht's an den Malprozess oder besser gesagt an den Gießprozess. Und mein Pinsel ist dann eigentlich nur das hier. Sie sehen jetzt hier, wie sich das Rot wunderbar absetzt und ein eigenes Bild in dem Weiß formt. 2 Jahre Forschungsarbeit stecken dahinter und er muss immer schnell arbeiten. Knapp 2 Stunden hat er Zeit, bis die Farben trocknen. Willkürlich ist hier aber nichts. Ich nenne das immer gesteuerter Zufall. Also wir haben so 70-80%, weiß ich, wie das Bild wird. Weil Rot, das Pigment Rot ist wesentlich leichter in der physikalischen Dichte als Weiß. Und dann kommt das nach oben. Und wie genau sich das entwickelt, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es sich entwickelt. So ein Bild kann ja ein Blick aus einem Weltall auf eine Landschaftsstruktur sein. Es kann aber genauso ein Blick durch ein Elektronenmikroskop in eine Feinstruktur in einer Zelle sein. Schönauers so unterschiedliche Werke hängen in Düsseldorfer Galerien, aber auch in Ausstellungen wie zum Beispiel in Hongkong, Italien und Frankreich. Jeder, der sie sich anschaut, soll ruhig etwas Eigenes erkennen, sagt er. Kunst besteht nur durch den Betrachter. Die Intention des Künstlers ist zweitrangig. Aber wenn ich das Interesse anregen kann, beim Betrachter eine Offenheit, keine Ignoranz gegenüber den Werken zu erreichen, dann ist das schon unglaublich gut und unglaublich viel. Möglich ist das hier oder eben einfach draußen in der Stadt.